Und Leute, wir haben, du kannst nicht gewählt, weil Xavier möchte mal schießen, weil der größte Selfie versprach, ich gehe noch, wenn die CSV nicht an die Regierung geht, gehe ich auch an die Chambre und ich bleibe noch die 5 Jahre. Das kann ich nicht so schuld. Nee, ich war mal nicht so schuld. Aber was macht der Lohde den ganzen Tag so als Chambre? Ich komme bei ihr schlecht, ich bin Startup, da geht die ganz groß, da geht er ganz wohlhabend und dann schwätze man eigentlich. Da rufe ich nicht. Ich wollte immer mal mit dem Drecksauto fahren. Ich meine, noch Xavier geht gewonnen, aber. Für was? Und was bist du mit. Das Film wie Bredki, ne? Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Gülle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler und ich bin hier Mann. Philipp Überich und heute haben wir die große Ehre bei uns zu haben, den Luc Frieden. Merci für die Zeit. Moin, gern. Moin, moin. Wie geht dir? Exzellent. Gut, ja. Freue dich für heute zu sehen. Ich freue mich für heute zu sehen und ich freue mich für den Spitzenkandidat von der CSV zu sehen, weil das hätte ich mir nicht erwartet und das geht ganz flott. Ma, das sonst, ist, sonst hätte er mich ja vielleicht nicht erwidiert. Doch. Irgendwann vielleicht. Aber das ist effektiv eine von den Frauen, die mir ist wirklich gefreut hat. Für was hat dir der Privatwirtschaft direkt zugekehrt, für an Politik zu gehen? Weil, wenn wir ehrlich sind, die hat Spitzenmandate, die hat eine mega Karriere. Für dort zu sagen, ja, nein, spiel an Politik. Weil ich einfach wichtig fand, nach Flut von in Zukunft zu Lützburg zu gestalten. Ja, das geht durch. Und das ist, also erstens war die Decision ja ganz schwierig, weil ich immer auch gedacht, du gehst da in einen Kurs, an einer Demokratie, wo so viele Parteien auftreten, dass du nicht sicher, ob ich gewählt wird. Ich habe schon mal gesagt, dass das, was ich am Leben spannend, wichtig fand, und dass mir eigentlich nicht egal, was im Land geschieht, was für eine Perspektive, nur mir, wie dir, an die Millionen, als sie wie dir, und ich bin nicht gedacht, ich bin nicht dazu gefreut, dann sonst du ja. Das ist also den Adrenalinkick, den ich kriege. So. Das ist ein Impact, das, ist ja, ne? Das ist ja auch zu bewegen. Das ist ja ein Impact, wie zu so ein. Die, auch das, was ich gesehen habe in der Privatwirtschaft. Ja. Ist schon also, ich war ja enorm frei an der Politik. Ja. Du warst da drüber 2013, und du hast gesagt, ich bin du hast interessant, flott andere Sachen gemacht. Mir alles da zusammen zurückbringen, also das fand ich schon eigentlich ganz spannend, auf hier und allem ganz wichtig. Und du wünschst mir gesagt, ja, ich gehe vieles ab, schon alles abgehen. Ich schon alle Berufe abgehen. Ich war denke noch nicht für den Moment, mir das ist nicht schlimm. Wenn man ein Ziel will tun, also ein bisschen wie am Sport, da muss ich alles gehen, dann da versuche ich den, sich auf das Ziel zu konzentrieren. Und das habe ich Luzenter, dem Schönheitsch am Januar dezidiert. Und wenn ich meinen Beruf abgehen, so am Februar, März, dann bin ich Fulltime-Spitzenkandidat. Aber was ist dann das Ziel, von dem du schwatzt? Ich hätte gerne, dass Leute im Land gut können zusammen leben. Wir führen allem auch, dass also auch die einzelnen Nationalitäten, wir führen allem auch, dass die Leute gesehen, wo das Land hingeht. Für den Moment, den wir just ganz viel suchen, aus kurzfristig, wo schaffen wir neue Arbeitsplätze, wie digital sind wir in der Zukunft, wie bringen wir es fertig, die ökologische Transition zu machen. Wir sind heute noch relativ weit weg von da, wo wir müssten sind, ab Punkt erneuerbaren Energien. All die Frauen, welche Arbeitsplätze schaffen wir mal, da ging ich gerne mit, wo ich mit schwätzen. Auf jeden Fall zu erreichen, natürlich, muss ein, für den ein Lust gewählt wird, muss die Partei, also CSV in meinem Fall, muss die zurück an die Regierung kommen. Und das Anfang dann mein kurzfristiges Ziel, als CSV an die Regierung zu bringen. Mein mittelfristiges Ziel als Zukunftsgestaltung von Lützeburg. Okay. Die am Moment an der Regierung sind, die dementsprechend keinen guten Job gemacht haben, ne? Ich sehe keinen, der sieht, dass die anderen alles schlecht gemacht haben. Aber ich fand, dass sie am Anfang mehr Energie hatten, wie sie gekommen sind. Ich meine, sie hatten ein paar, sind sich eigentlich gut gekannt. Und sie wollten final im CSV lassen gehen. Und sie haben eine Reihe Sachen gemacht. Also ich fand nicht, dass sie alles schlecht gemacht haben. Aber sie blockieren nur einen den anderen. Ich meine zum Beispiel am Wohnungsbau, am Klimaschutz, bei den Steuern. Wenn das da ging, frohen, gingen sie sich alle guten unterschiedliche Geschichten erzählen. Dann dürfen wir blockieren ein bisschen
den anderen, und ich meine, das muss ich nicht sprechen, ich hätte gerne eine mehr Dynamik für das Land. Das heißt, die meinen nicht, dass Gambia noch Absicht zusammen in Zukunft? Das kann ich nicht ausschließen, aber ich trete nun, für das zu ändern. Mhm. Und das liegt aber in den Händen von Wähler. Das ist ja flott, wir wohnen in einer Demokratie. Wobei mich ein bisschen stört, dass die drei Parteien immer so, wenn sie 31 Sitze kriegen, also Teilchen von den Deputierten, dass sie dagegen bleiben. Weil eigentlich sind ja drei Parteien, aber sie treten ein bisschen einen Block an. Und ich meine, dass es das gut wäre, wenn sie keine 31 Sitze mit ihnen kriegen, aber wenn eine neue Koalition sich gegen. Das ist gut zu Lützburg, dass wir brauchen eine Koalition. Ich fand, das feiert schon zu einem gewissen Equilibrium, zu Kompromissen, die am Leben notwendig sind. Aber ich meine, wir Zeit noch 10 Jahre, ich bin nicht ganz lang, 10 Jahre, wir sind noch immer gesagt, noch 10 Jahre gegen zu gehen. Ne? noch 10 Jahre, meine ich, also wir sind notwendig. Das muss ich sagen, das fand ich auch relativ unfair für in unserem Wahlsystem, da den einfach so kommt, auch über die Gemeindewahlen, dass verschiedene Leute sich zusammen gehen für zu leben herum. Aber mit wem gibt ihr dann zusammen gehen? Oder von der nicht 50% von den. Maybe 50% von den Sitzen. Wir kriegen keine absolute Majorität. das klar. Ich meine, dass zuletzt keine Tradition gibt, dass ihr für Droh seht, mit wem ihr zusammen geht. Das hängt von den Wahlprogrammen auf. Man hängt auch nur von den Koalitionsverhandlungen auf der Tisch. Wenn wir genug Sitze haben, dann gehen wir mit denen zusammen, wo sich die meisten Programmpunkte fanden, die nicht total konträr sind zu dem, was wir suchen. Mhm. Da geht es nicht an die Regierung, just hier ein dicken Auto mit Schofer zu tun. den hatte ich schon ein Kehr. Den hatte ich auch auf der Bank, wie ich Präsident war von einer Bank zu Lützburg. Ja. Das reizt mich nicht enorm. Das 3D ist flott, das ist auch flott, wenn der einst auf einem Platz ist, brauchst du nicht zu parken. Aber für den Rest, das ist nicht das, was mich unzieht, hier das zu machen. Dafür meine ich, muss wirklich das Programm muss ein bisschen passen, weil sonst bringt es ja nichts. Wenn du hier kriegst, ging so, ich will alle Steuern heischen. Und ich sage, nee, man muss den Steuer aufsetzen, weil Leute müssen mehr netto auf in ihrer Partei. Wenn ich ging so, die Jungen müssen mich Steuern bezahlen. Ich sage, nee, gerade die 30 Jahre, wie ich schaffe, muss ich eine extra Aufschreibung können machen, wenn er den Start und Leben fertig bringt. Ja, da kriegst du keinen Kompromiss. Und da musst du so, da musst du das Modernere machen. Was ich interessant fand, dass die Schweiz eben davon, für so eine frische Wand ranzubringen, für Dynamik ranzubringen. Am Anfang gerade eher Partei, auch dir vielleicht als mit 50 Jahre alten Mann wirkt nicht vorsehbar so wie den Neuankömmling, den du den frischen Wanderer bringt. Das ist am Anfang ganz interessant gerade für mich. Das ist ein guter Remark, aber ich fand, dass ich gerade an der Mitte vom Leben bin. Ja, also. Ich schon zwei, das ist auch an der Gesellschaft. Ja. Ich schon zwei Kinder, die ich so gefangen habe, zu schaffen. Ich schon nach meinen zwei Eltern, die an ihrer Pension sind. Am Anfang als Politik man auch eine Gesellschaft schaffen, an der die eng an die anderen hier jeweilig Probleme, Defien können gelöst kriegen. Das ist das eine. Also und das ist auch die Kunst von der Politik. Ich muss gucken, nur denen Älteren, die da am Altersheim müssen sein oder die Assurance-Dependance und alles, was da geht, dass das funktioniert. An die Jungen, dass die flott Arbeitsplätze und die auch normal da sind, dass Betriebe funktionieren, alles das. Und dann das Alter und das Neid, und das war ja froh, dass ich nicht mehr froh von Alter. Ich meine, der Vater, dass ich 10 Jahre da draußen war, als quasi, wenn ich ging, neu aufhängen. Ich spüre mich ein bisschen so. Ich bin zu nur der Zeit in der Regierung und ich 2 Jahre zu London geschafft. Das war mega cool, auch für da an einer riesigen Stadt zu wohnen, zu schaffen. Du hast an verschiedenen Betrieben, all die Sachen, die bringst du da mit. Auch der Fett, wie gesagt, dass man kann also angefangen mit schaffen, was auch neue Erfahrungen sind. Und das alles möchte ich am Anfang halt ein bisschen, wie sie oft so in den neuen Lücken sind. Alles gut. Ja. Ja, weil viele just noch groß kann. Also, ja. Danke. Ja, aber das könnte man. Das könnte man. Das könnte man. Weil ich mich noch gefreut habe, mir nur ganz kurz just die verschiedenen Mandate an Posten, die der Firmen hat, angeschaut.
das ist genau das, was mich interessiert. So, die war, ich weiß nicht genau, Präsident bei der BIL, Präsident von der Chambre de Commerce, bei Alvinger am Rot, ganz viele andere. So, am Anfang, die war so... Alvinger ist ein Afgutnetüt, just für die Leute. Genau, Alvinger war ein Afgutnetüt in Kirchbirsch. Nee, an der Stadt. Nicht in Kirchbirsch? Nee. Ah, nein, Arendt ist mehr aus dem Kirchbirsch. Mein Fehler, pardon, Alvinger, pardon, Arendt. Ja, effektiv an der Stadt. Die zwei gute Tüten. Ja, super. Erstens, wie ist das? Also, was den Job, den er da gemacht hat? Weil so als kleine Spund, wie wir, also ich stelle so ein bisschen vor, ja, da da so den Traum, wenn du bis da gekommen dann geh den mit den dicken Däuren den Kaffee trinken und dann kriegst du ihn viel suchen und dann ist alles gut. Also, et as uven ukom, dat as net falsch, mit as vier und allem all der hat erwischt, et as Entschädigungen treffen, wer zum Beispiel der Bill senkt von denen Banken, so wie Spurkes, die dir ja gut kennt, die kein Aktionär hund in ein Bank as. Mhm. Und an dem Sinn, die ganz viele Entschädigungen getroffen, um Niveau von der Direktion, und die kommen darauf, bei der Verwaltung, dafür und allem bei der Präsidenten, die muss dann die Entschädigungen noch treffen, strategische Entschädigungen. Machen wir ein Filial ab an der Schweiz oder nicht, oder machen wir etwas zu Singapur oder nicht. Das sind so die Zuchten Entschädigungen. Gucken, dass die Entreprise auch Benefice mischt. Was mischt jemand in den Benefice? Wie viel investiert in ein neue IT-Programm in die letzten Jahre? Und das war ein großes Projekt für 400 Millionen, die ganzen System von der Informatik frisch gemacht, das sind Entschädigungen, die du damit hält. An der Chambre de Commerce, das ist auch ganz gut, weil die Chambre de Commerce ist ja von den Vertreter von allen Betrieben am Handel, an der Industrie, an den Dienstleistungen, am Transport. Ja. Und du lehrst ganz viel von den Herausforderungen von einzelnen Betrieben. Mhm. Weil verschiedene von den Herausforderungen sind ganz ähnlich am Transport, wenn ihr seht, ökologische Transition bei den Kamionen. Der Kamion fährt nicht ab Amsterdam, ob Antwerpen oder Rotterdam, ist da, wo er am Hafen fährt, mit einer Batterie. Mhm. So froh ging dann da diskutiert. Ja, das ist wirklich, also mit den dicken Dieren Kaffee trinken. Ich ging echt so, dass mit vielen interessanten Leuten, die ihn da begegnet. Ja. Aber die beginnen nur an der Politik. Ich finde eigentlich für drin an der Regierung auch beginnt. Mhm. Vor allem, wenn ich dann an der Regierung an das Ausland geht. Da finde ich auch von allen sukzessiv Berufe ganz gerne gehabt. Okay, weil das die nächste Gedochflot so an sich. Das ist effektiv mein nächstes vorgewischt. Wie kann denn du hin? Also, das ist ein gut Froh. Ich meine, dass den muss einmal gut gehen haben, wenn ihn aufhängt. Mengen da, wo ihn erwähnen, daheim unterstützt wird, spielt schon eine ganz große Rolle. Aber meine Mama hat mich immer ein bisschen gestritzt an der Schule. Weil meine Mama war Lehrerin, hat immer gefunden, dass ich ganz viel, ganz gut lehren. Das war also schon der Startpunkt. Zum Scheiß, du bist noch mehr der, weil ein bisschen zu viel war. Aber dafür konnte ich dann noch auf Flutschule gehen. In Frankreich, in England, in Amerika. Mhm. Voilà. Und du bin ich dann ganz jung in die Politik gekommen. Ich war mit 34 Jahren, mit 30 Jahren Deputat, mit 34 Jahren Minister. Und das ist also so ein Enchaînement. Und für Menschen gibt es zwei Sachen. Das eine, dass Menschen sich immer muss Ziele setzen muss, und versichern, die zu kriegen, auch wenn die Ziele heißt, du mehr hieß, wie die etwa die Kanne riechen. Mhm. Was war so ein Ziel für der Jungfrau? So ein im Alter, so 26? Ja, das war schon mein Ziel, in die Regierung zu kommen. Regierung? Okay. Ich finde, also Politik auf einem höheren Niveau zu gestalten, das finde ich einfach schon an dem Alter Politik immer interessant. Für was genau gerade Politik? Für was nicht, ich will selbstständig sein, oder? Für was gerade Politik? Also, erstens bin ich auf der Code und dafür bin ich selbstständig gewesen. Und ich habe noch also auf der Code geschafft, ehrlich Politik gemacht. Und auch so gut, wie ich junger Deputierte war, sind ich auf der Kurve geblieben, weil ich schon immer gedacht habe, als Deputat kannst du mal nicht mehr zurückgewählt gehen, dann flitzt er raus. Dann musst du auch noch Suche verdienen. Ich habe mich ein erster Kaffee für meinen Kanal. Also dafür sind ich auf der Kurve geblieben. Meine Politik, weil ich einfach den
so wie ihr Loren, für was ich rumkommen sind, denn den Intérêt General zusammenhängen der Gesellschaft, weil ich das einfach mega interessant fand. Ich fand eine Flotte gestalten, ein Land zu gestalten, das, wie funktioniert ein als Zusammenleben, für was haben wir das Problem bei den Wohnungen? Kann ich da nicht mehr bauen oder mehr heisch bauen? Das sind politische Entscheidungen. Wie viel Steuern die Leute bezahlen? Auf wen bezahlt das Steuern? Das ist ein politisch froh. Ich fand das enorm interessant. Und ich will nicht unbedingt, dass das just andere entscheiden. Okay, guter Punkt. Auf wie weit sind aus der Politik rausgegangen, Demult? Ja, erstens, weil die anderen aus der Regierung rausgehalten haben. Und du hast gedacht, ja, was müssen denn da? Ich finde, du bist ein bisschen, hab ich gesagt, ich wäre nicht gemacht für die Opposition. Das war vielleicht nicht der beste Satz. Dann hast du gesagt, das hätte mich geklungen, wenn ich mich zu gut fühlen dürfte. Wir sind Gewinner. Aber ich habe gedacht, und ich, Lodo, bisschen, ich war ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Das war so ein Gefühl, was nur dem in ein paar Jahren an der Regierung war. Ich war Finanzminister, ich war Justizminister, ich war auch 2 Jahre Armeeminister, das war alles Action. Ne? Und da sitzt du, die Sitzung aus meinem Ninger hochgehangen, da kommen du die neuen Ministerin an die Chambre. Und ich habe ein bisschen gelangweilt. Und du hast ein Reihe Offer gekriegt, ich habe nicht direkt durch Jörg gesagt, wenn man nicht gedacht hat, ah, weißt du was, vielleicht muss der Besanches noch machen. Also es war einfach so für, ich mache immer gerne Sachen, wo ich auch Energie kann gebrauchen und noch tun. Ich freue mich immer auf die nächste Etappe. Und du hast gedacht, ja, und du coach die Offer, du bist mir für auf London zu gehen. Und ich gedacht, ist das nicht cool? Auch für ein Jahr ein bisschen ähnlich zu leben, ein bisschen mehr anonymer zu leben, weil einfach an der Regierung ein bisschen komplizierter das, du hast gedacht, das war mega. Und war auch, war cool zu London. Wie war das? Hat er durchschnitt erkannt, ja? Ja, das war nur der Regierung. War das schwer? 2014 bis 2016. War das schwer für, oder aus Familien, die aus nicht mitgegangen? Nein, ich bin allein gegangen, weil mein Durchschnitt war, du ging schmecken so auf Deuxième oder Premier. Ja, so wie mir dann. Und du gesagt, und sie gesagt, da komme ich mal mit Premier zu Lützburg fertig. Wir haben durch die Woche an der Basket-Jugendnational-Equipe und das hat dann alles ein bisschen... also ich wollte mal gucken, wie das dann zu London so wäre, sodass ich da wie ein Junggeselle 2 Jahre gewohnt habe. Das war ganz flott. Sie dann halt so zurückkommen, ja. So gependelt oder was? Ja. Sie sind bei mir den Weekend gekommen, sie sind nach Lützburg gekommen. Also dat, das ist eine Stunde, dass wir London City Airport kennen, ich alle, Alec, das ist ein ganz kleiner Flora, wie der wisst, dann... Das ist kein Problem. Tom, fährst du Motorrad? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Aber wenn du Motorrad fährst, dann hat AXA die perfekte Assurance für dich. Effektiv, sie machen deine maßgeschneiderte Assurance nicht nur für dein Motorrad, sondern auch für dich als Fahrer und dein Equipment. Aber wenn du noch mehr Informationen zu der Assurance willst, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video. Und du hast vorhin von der guten Gene gespart. Was? Hat er so ein, zwei Tipps für uns Junker, wo wir sie nicht forcément politisch aktiv oder interessiert, mehr aber... Oh, wie denn? Ich meine, dass es wichtig ist, dass die sind alle... Ich für mein, selber die, aktiv dran zu gehen. Ich meine, dass der Gros von den Leuten, und auch ganz viele Junker, weil ich da ja viel begegnen, eigentlich die Politik interessiert sie vielleicht nicht in der Parteipolitik, sondern in den politischen Sujeten. Und in einer Demokratie muss ich natürlich... Majorität machen, für das Gesetz gemacht gehen. Ja. Und dafür meine ich, als wenn sich für Politik, also die Gestaltung von der Gesellschaft, von der interessiert, wie die Schule funktioniert, ob in der Uni zuletzt möchte oder nicht, das war zum Beispiel eine Decision, die mir geholfen hat, wie ich in der Regierung war. Ob es ein Rockhall baust oder nicht, das ist eine politische Entscheidung. Wenn du die baust, dann kannst du etwas anderes vielleicht nicht bauen, weil das kostet dir dann 100 Millionen. Da musst du etwas anderes nicht bauen. Baust du ein Piscine bei den Lyceen oder nicht? Ich möchte noch durch meine Entscheidung bereiten. Und dann, das ist der Dich. Und dann der zweite, das da muss gucken, was sind seine fundamental politische Überzeugungen. Das ist ein schwieriges Froh, die notamment auch von den Jungen, die ich mich auch damals gestalten. Mich und CSV rausgesicht, weil den Großpartei von der Mitte vom politischen Spektrum ist. Ich kann mit extremen Positionen nicht so viel aufhängen, weil ich fand, dass der Gros von der Bevölkerung muss sich an den Ideen rumfangen.
Voilà, an CSV, wie gesagt, das auch nicht mehr die CSV vielleicht von unseren, oder von meinen Großeltern und Eltern, das haut eine Partei in der Mitte von der Gesellschaft. Ja, und ich bedauere den Schritt nicht, und ich hoffe, dass da viel Junker auch aber Politik machen. Und ich muss aber so nicht gesehen, auch an der CSV, dass sich ganz viele Junker gemeldet haben, nur auf den Lüsten, die nur an diesem Tag publik gehen. Viele Junker, darum habe ich gesehen, dass auch bei anderen Parteien. Das ist nicht so, dass es eine Geschichte ist für alle Männer. Ja. Ich muss sagen, das ist die erste Kehr, wo ich wirklich so merke, dass die Welt einen Impact hat auf die Leben. So, die letzte, wie ich viele gegangen bin, war ich 21, da habe ich das nicht so mitgekriegt. Mhm. So, also ich meine, dass viele so mit euch noch nicht so genau wissen, was das am Anfang ist. Mhm. Ich meine, dass das dauert. Also, ich habe nicht angeschaut, weil ich witzigerweise für ein oder zwei Wochen von einer Partei gefreut habe, in der Landeswahl ja. Matt zu gehen. Das wäre ein exzellenter Podcast. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe noch ein paar Aufrufe gewartet. Ich habe effektiv darüber nachgedacht, weil ich nie konzentriert habe, just für einen kurzen Background zu geben. Ja. Wir sind noch zwei und von einem Start-up für ein Start-up zu gründen, für mehr an den Entrepreneuriat zu gehen. Für David zu gehen. Und du wirst so recht politisch zu interessiert, aber nur nicht für aktiv selber Politik zu machen. Du willst nicht schon in den Mandat und alles so ganz interessiert. Natürlich habe ich dann eben die Offer geholt und vielmals merci, dass ich überhaupt um mich gedacht habe. Und ich überhaupt darüber nachgedacht habe, okay, kann ich mir das vorstellen, was geht das hier schon? Ja. Also ich habe zu meinem Schluss gekommen, dass es nicht für mich gemacht ist, weil ich dann Fach bekennen, weil ich dann nicht mehr neutral bin, auch für den Podcast von mich, ist es besser, wenn ich neutral eine Instanz bleibt. Nach gewissen anderen Gründen, eben, dass, wie soll ich sagen, so, beruflich zieht mich echt da Richtung Privatwirtschaft, Richtung Business machen, am Mann Richtung Politik lohnt. Das ist auch ganz gut, ich unterstütze das ganz, weil ich eigentlich fand, ich dürfe auch, wie ich 2014 an, war nicht mehr, weil ich langweilig fand in dem Moment, oder war nicht langweilig, ich habe mich gelangweilt, bis hin, mit war. Auch weil ich ein Entrepreneuriat ganz wichtig fand. Mhm. Aber auch Betriebe, auch Start-up brauchen natürlich ein Umfeld. Und das Umfeld schafft Politik. Auch die Banken, für was ich auch vielleicht bei Banken gelandet bin, ist schon das auf die Kaderhilfe schaffen, für das die Banken nicht mehr hat, könnten sie so entwickeln. Ich war damals Finanzminister, wie die große Finanzkrise kam. Also, da waren zwei Banken, bei der Spur bin ich am Ball gerutscht. Mhm. Und, ich konnte helfen, wesentlich helfen, dass die Banken, das hat vor diesem Text ja, dass die evaluiert haben. Was auch vielleicht mal erklärt wird, wir werden die mich alle gut kommen tun. Und das ist Politik. Das kann ich nicht allein im Betrieb machen. Und deswegen brauche ich die zwei Sachen. Mhm. Und ich fand es enorm flott, dass da haut viel mehr gibt wie früher, die auch independent wollen gehen, die auch wollen ein Start-up gründen. Da muss ich noch steuerlich ein bisschen encouragieren, weil Start-up braucht Suche. Ne? Ja. Mhm. Brauchst du aber immer jemanden, den der Suche gibt. Und die kriegst du nicht einfach so, weil der Rendement nicht unbedingt direkt den ist. Ja. Das will CSV auch steuerlich encouragieren. Wie geht darüber raus? Wie zieht den Talent da unten plötzlich? Das ist eine Politik. Ja. Also dürfen wir... Wie der Start-up, da geht die ganz groß, da geht er ganz wohlhabend und dann schwarz man kann. Da rufen ich schon. Tja, welche Karten hast du dann da? Mal meine drei Karten von Access von der Spurkäse. Meine Debitkarte, mit der ich auch meine Vakanz und mein Flieger buchen kann. Meine Visa Classic und meine Visa Premier, wo ich noch ganz viele extra Versicherungen habe, wie zum Beispiel bei Reiseausfall oder wenn es mit meinem Gepäck gibt, geschehen. Hey, mega cool, ich los eine Premier-Karte. Kannst du mal doch mit Apple Pay bezahlen? Na ja, klar, du kannst ganz einfach mit deinem iPhone bezahlen. Cool. Wie will das der Mann für die Stimme von den Jungen zu kriegen? Weil ich meine, dass viele Jungen den Xavier eben gut kennen, weil er kann ja auch gut schwätzen in TikTok und all die Sachen. Und ich meine, die wird für einen 10-Jahre-Minister. Ja. Wie will das hinkriegen, dass auch die jungen Leute dich kennenlernen? Außer nicht mehr hinkommen. Erstens mal, ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Also, den Xavier auch schon für einen 10-Jahre Minister. Das ist also auch bei den 50er auch gekommen. Das ist auch nicht so neu. Aber das ist klar, dass die Leute, die über 40 sind, mich besser kennen wie die anderen. Ich meine, ich muss mit vielen Leuten schwätzen.
Ihr Podcast ist eine von vielen Sachen, die mich invitiert. Ich habe mich nicht abgedrängt, dass dazu hilft, dass auch die anderen Leute mich kennenlernen. Und die Kampagne wird schon richtig zugefangen. Da fängt richtig an, sodass das. Mir das ist schon ein Defi. Und die Ministerin natürlich immer einen kleinen Avantage. Ja. Weil die hat natürlich den Xavier Bettel dauernd gesehen. Mhm. Paulette Lehner doch am Covid. Und es sind die Newcomer, die neue Lücke, die muss ich recht weisen. Was ist das Motto für eine Wahlkampagne? Nein, Hashtag Lücke, die haben sie ja überall immer im Kongress gesucht. Das das praktisch, dass ich so kurz einen Umfang meiner Eltern kriege, weil das verkauft sich viel besser, wie wenn ich so einen ganz langen Nummer hätte. Jean-Pierre. Ja. Du Thomas auch gut. Ja. Thomas auch gut. Ja. Philipp geht auch gut. Mein Junge ist Philipp. Das geht ja, ganz gut. Das ist gut. Hat er das mit Abitzun, wie er ihm den Namen gehen wird? Wann er eigentlich über die Politik gehen hat? Nein, ich habe schon mit Abitzun, dass er den Namen braucht, den er viele Sprache kann liest, schwätzen. Nicht schreiben, also weil Philipp was ja Philipp kann ihn, ja, aber du, das ist egal, wie das dann ja nur geschrieben wird. Okay. Mit einem P, 2 P, haben oder so. Mein Mann kann ihn liest, Ausschwätzen. Ja. Ja, meine Frau hat einen ganz komplizierten holländischen Namen. Das ist immer ganz kompliziert, für den zuletzt, wo ich zu schreiben habe. Ich habe gesagt, wenn man Kinder kriegen, dann gehen wir den nehmen, die sie können ganz leicht an alle Länder gebrauchen. Ich meine, generell, so als Generation, kommt ich viel zu einfach nehmen. Tom, ja. Max, ja. Philipp. Ja. Mein Durchstehen ist Anouk. Also, das ist auch ein Name, den ich flott kann, ja. Den ich flott kann, ausschwätzen. Ja. Das ist auch ein bisschen langweilig, aber. So. Das fand ich mir eben. Ja. Als Eltern hünsch ich war das langweilig. Mais nimm. Kurz nimm, generell nimm, so einfach nimm. Ja, das war. Aber für mich ist es nur praktisch. Also, lügt das ja nicht. Ja, klar. Auch das bei allem so, was er macht, dass immer, dass er so überlegt, alle Seiten, so, dass er immer mir rational sieht, nicht so aus dem Gefühl gehandelt. Vielleicht nicht bei alles, aber bei vielem, sicherlich an der Politik. Mhm. Das ist schon aufweihen, weil einfach wichtige Entscheidungen sind. Sowohl die mich selber betreffen, als auch noch nicht einfach so Spitzenkandidat, wenn ich gefragt bin, sie dem zack, Lomane statt. Das ist eine Lebensänderung, das ist ein Projekt für die Zukunft, dem Land Perspektive gehen. Da weine ich schon auf und ich meine, das entspricht schon ein bisschen meinem. Mein Charakter. Wie war der Prozess genau von dem Moment an, wo du gefroht gesehen bist, wo du ja gesagt hast, ich bin Spitzenkandidat? Ich hoffe, ich war total überrascht. Ich habe drüben gehört, als ich mich gefroht habe. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich das denn wirklich machen? Und dann bin ich heimgegangen, habe ich meiner Familie das erzählt, und sind wir in die Christvakanz gegangen, und haben alle Abend darüber diskutiert, die was Tierdeler, Nordeler. Und du und ich um Rückweg aus der Vakanz. Wir waren in Afrika, weil mein Durchstand da als Benevol geschafft hat. Wir waren da besichen. Und um Rückweg, so am Flieger konnte nicht schlafen, der Sitz war so schlecht. Und du in der Weh am Flieger und ich nur dezidiert. Ich mache das dort. Also in Stadt am Januar, ich hatte 14 Tage Zeit für zu dezidieren. Du hast den Satz, den du ausgelassen hast. Ja, das kann schon ein Business sein. Nein, wir fliegen immer Economy. Es war dann eine 6-Stunden Flug. Gut, ja. Hat schon eine holländische Frage, dafür hast du nicht für viel Sohn hast. Am Fliegen. Ja, also das ist auch letztes Mal. Also Türbel Nationalität. Was übrigens flott ist. Das Gesetz hat ich als Justizminister gemacht und ich so viele Leute begegnet, die das gemacht haben. Und das ist schon wichtig, weil das doch mit dem Zusammenleben zusammenhängt. Ja. Wie wichtig war ich dann dort die Meinung von Ihrer Familie bei der Decision? Ganz wichtig, weil es war quasi die Einzige, mit denen ich richtig konnte. Okay. Darüber schwätzen, weil sie keinen direkten, wenn es die Leute frisst, die auch in der Politik sind, die gucken da aus verschiedenen Perspektiven an. Wir sind gesagt, ich muss die Entscheidung natürlich allein treffen, weil wenn es schief geht, also doch meine eigene Entscheidung, gell, gewischt. Wir sind gesagt, sie gingen das ganz unterstützen, das ging auch ein bisschen bei mir Spaß. Okay, cool. Ja, für Sie war es wahrscheinlich ein bisschen ein Setback am Lifestyle, ne? War bestimmt mehr lukrativ für drin.
Ja, mein Sohn ist für mich nicht extrem wichtig. Das wäre ich auch schon die erste Geier. Ich war ja auch für Kurt Ehrlich an die Regierung gekommen sein. Und ich hätte sicherlich viel mehr Sohn verdient, wenn ich auf Kurt geblieben wäre. Mein Sohn, also das ist schon flott, wenn ich Sohn, da kann ich sich eine Vakanz leisten, ein Auto kaufen oder ein Haus kaufen. Mein Sohn ist das, was mich am Leben motiviert. Ich gestalte Leben, ich mache Leben etwas. Sonst wäre ich auch nur auf den anderen Platz geblieben. Also, ja, ich habe mich forciert, das heißt, man. Ja. Das ist für mich eigentlich ein relativ einfach. Den Aspekt ist für mich einfach. Erzähl ich immer, und ich meine, das ist auch einfach so. Bis zu einem gewissen Punkt, sie suchen mega wichtig. Und da, wenn in einem gewissen Hürde überschreitet, dann muss ich nicht viel mehr glücklich. Dann ist es einfach so. Ja, ein schöner guter Freund, den hat immer, den bei mir auf der Uni schon war, den gesagt, ich hätte so viel Suchen dazu für mich kein tägliches Problem. Genau. Und ich meine, das ist auch für mich ein bisschen der Benchmark. Ich kann mir an der Epicerie all Eiswaren kaufen, die ich gerne hätte. Ich gucke es auch nur den Preis. Ich meine, das ist nicht, ich brauche kein drei Autos für den Diersturm. Ich frage mich gerade, wie viel hast du denn in Lützburg? Wie viel brauche ich so netto am Mond, für so, sich keine Sorgen mehr müssen zu machen? Also ich weiß nicht, ob ich richtig eine falsche Antwort gibt. Ich frage mich Ich meine, da gibt kein richtig, kein falsch. Entweder denkst du davon auf, ob du ein Auto hast oder nicht, ob du ein Loyer muss bezahlen oder nicht, ob du den Prämie muss remboursieren oder nicht. Wir dürfen eigentlich gerade, dass am Anfang vom Leben dürfen noch die Steuern nicht so hoch sind. Dafür will ich den Start, da kann ich für die Jungen machen, weil ich fand, dass am Anfang kostet, du kaufst den ersten Mivele, wenn du deine Wohnung kaufst oder Lohns. Du hast den Prämie, am Anfang hast du nicht den Prämie per rapport zu deinem Salär oder von Independenz, seinem Revenu, relativ hoch, sondern du, ich meine, du musst die Kollektivität ein bisschen einen Push geben. Mhm. Aber was macht der Lohn den ganzen Tag so als Schome? Ich komme bei ihr schlecht. Also das ist relativ viel, das ist ganz flott. Also das war die richtige Decision zu sagen, ich wäre Fulltime-Spitzenkandidat. Ich bin übrigens noch immer im Barro angeschrieben, also für gut, ich schulde kein Klier und Schmarrn, also keine Verkutterei, aber ich sage, das Schummer, also um Ziel für die Wahl steht für gut. Nicht Schummer. Nein. Ich kriege noch keine Indemnität als Schummer. Ja, ich will ganz viele Leute mit mir schwätzen. Bei mir ist das ganz interessant, wenn man mit mir zu schwätzen. Die Leute sagen, wir wollen eine gute Idee, wir wollen bei der Lounge kommen. Das ist ja auch interessant. Aber bon, ich muss ein bisschen gucken, wie ich den Agenda gerieren kann. Da muss ich aufhängen, durch immer viele Interviews zu gehen. Wir haben Kongresse, wo wir den E-Kongress, wo ich als Spitzenkandidat genannt habe, wo wir Altkandidaten präsentieren. Wir hatten ganz viele Sitzungen für das Wahlprogramm zu schreiben, weil wir der CSV getan von nur noch abgeschrieben. Das dauert dann eine Ewigkeit, weil ich will sein Pfefferkehr beilehnen und dann alle kommen, hat er dreimal gereckt. Das ist auch interessant, weil du kriegst ganz unterschiedliche Perspektiven zu dem Sujet. Und da fängt es an, Fotos zu machen für die Fischen. Ich muss auch kein Slogan, wenn er eine ganz gute Idee hat, dann holen wir den. Dann holen wir den matt. Könnte man noch hernosen, weil dann. Dann hat er den Copyright drauf. Muss er drin aufstehen. Kellefrucht. Powered by Kellefrucht. Ja. Nee, aber so Sachen, das hält alles, viel Zeit weg. Und dann ging ich auf die erste Table rund. Ich hatte die erste Table rund mit den drei anderen Spitzenkandidaten von den großen Parteien. Nur die Gemeindewahlen, oder? Nein, das war auf der Television. Mit war ein Jahr bei der Fédération des Jeunes Dirigeants d'Entreprise. Das war ganz flott. 400 Leute. Und es war relativ sackfroh. Ne? Das war gut für war gut im Training für alle, die nach nur kommen. Wie ist am Anfang die Relation zwischen ihr Spitzenkandidaten? Ganz gut. Ja. Es ist stolz, eigentlich Lützebäuer zu sein. Weil ich muss so ein vielleicht auch, weil ich vier Spitzenkandidaten so sehe, wie sie sind, mit dass mit Xavier, mit Paulette, mit Sam ich eine ganz agreable und gute Relation. Und interessanterweise sind die vier Juristen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das schon oft geht. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Auch ganz, und ich halte noch darauf aus meiner Perspektive, dass wir ganz respektvoll mit denen umgehen. Wir haben unterschiedliche Wünsche an der Politik, an so verschiedene Sujets. Aber
Ich fand ganz agréabel. Geht aber kein von euch passen, wenn da so unter die Gürtellinie geht. Nein, ich meine noch nicht, dass das geschieht. Das geschieht, weil ich erst in der zweiten oder dritten Reihe im Moment, da ging ich das bedauern. Aber wir sind ein kleines Land und ich fand, dass das muss so sein. Das funktioniert vielleicht nicht immer, aber bei uns vier Menschen ging es funktionieren. Aber wie ist das den Tag, dann den Abend, nur die Wahlen? Wie sieht das genau aus? Oder das ist noch ein Tag. Ja. Es ist ja schon ein paar Mal der Wahlen gegangen. Ich kann nicht sagen, dass den Tag dauert erstens viel mehr lang wie all die anderen. ich gehe meistens ein Footing oder so etwas machen, ne, für die Bausen zu sehen und nicht dauernd die Radio zu lauschen. Weil da könnte dann echt Resultat, das ist dann irgendein kleines Dorf am Land. Das sieht natürlich gut nicht aus. Also musste die Stunde, die dauert wirklich mehr wie 60 Minuten. Ne. Und dann musste Oves, ja, dann ist es noch etwas, weil du weißt, dass es nur lang geht. Und das geht natürlich besonders spannend für mich, weil ich war noch nie Spitzenkandidat, sodass das ein neues Erlebnis wäre. Und dann, Oves, war die, bis die letzten Resultate herankommen. Stadt Lützeburg ist natürlich da und Stadt Esch, die uns so viel stimmen, dass das am längsten dauert. Da geht ihn auf Television, Oves, du hast dann die Elefantenrunde, wobei ich nie verstanden habe, dass ich mich nicht durch den Elefantenrunde schwätzt. Und funktion vom Resultat fängt da vielleicht echt Gespräche auf Sinn. Wobei Gambia manchmal auch schon ein bisschen für die Runde in Akkord hat. Was mich aber eigentlich stört. Ich ging lieber recht Oves diskutieren und dezidieren. Die könnt ihr auch schon aufhängen. Bisschen an dem Rick so. Ja. Ich fand, dass mich stört, dass Gambia als Gambia plus oder minder untritt. Ich meine schon, das Land, dass es Zeit ist für eine andere Politik, dass es Zeit ist für eine neue Politik. Und die musste wir natürlich machen. Wir sind eine Demokratie. Und ich kann nicht allein dezidieren. Ja. Die dezidiert. Ja. Die. Ja. Aber so nicht los, wie der Leute da los, maybe 18 Jahre alt. Oder also alte Elemente, Leute alte Elemente, für das gut zu dezidieren. Ja. Ja. Sollen wir Leute zu der Frage kommen? Ja. Also, kommt, waren das doch keine Frage? Ja, also, nee, das waren alles Fragen. Ah, so. Kommen wir zu der Frage von der Audience. Also, wir hatten auf Instagram gefragt, ein paar ja seriös Fragen und ein paar nicht seriös Fragen. Okay. Fangen wir an, seriös. Ich weiß nicht, wegen sie mehr. Der Tour sind seriös. Ja. Okay, so mal, wo wir anfangen. Ja. Okay, die allererste Frage ist, was ist die Meinung von der CSV über LGBTIQ? Wir sind für eine inklusive Gesellschaft. Und du musst jetzt seinen Platz drauf haben. Und die Leute, so wie andere auch, die gehören selbstverständlich zu einer diversen Gesellschaft, wie wir zu Lützburg, Gott sei Dank, haben. Und ich meine, eh mit dem anderen muss respektvoll mit dem anderen zusammenleben. Kann ich schon wieder etwas nachfragen? Ich bin gut am Thema dran. Ja. Nächste Frage. Das ist gerade das Woch LGBTQ. Ja. Welchen Beruf wollt ihr als Kleinkind gehen? Ich wollte immer mit dem Drecksauto fahren. Ja. Weil natürlich das bis heute impressioniert hat mich, wenn die Pubellen da kommen und da flittert alles da an den Küchen. Dann, was natürlich immer. Wollt ihr Schufe gehen oder Hand drauf? Nee, ich fand das Hand immer ganz gut. Ich habe das Kind immer geguckt, da ist ganz klein. Ja, das ist auch cool. Hi, seht ihr den Leif Reis? Und hat ein Kerl ja erst zu Ettelbrek an der Deichhalle begehen, die wäre ein großer Fan. Ah, merci, also, merci. Der DWC privat. Ja, ja. Frau. Und halber Leben ist, wenn ich das Wählsystem endlich reformiert. Wie in welcher Richtung? Das sieht den Frau nicht. Nee, man zwei Fragezeichen haben. Urgentlich. Also, das ist nicht an unserem Wahlprogramm, das ist nicht vorgesehen, das Wahlsystem zu ändern. Ich muss aber etwas dazu sagen. Ich fand, dass unser Wahlsystem ganz kompliziert ist. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist bei den Gemeindewahlen. Wenn ich da gucke, wie viele Kreuze ich muss machen, sind noch ganz viele Falschzettel, das geht ausgefüllt gehen. Weil vielleicht zum Teil auch von denen, die Neulützebäuer, die Weltaus- oder Ausländer, die matt konnte wählen gehen, die haben dann den Kreis geschwärzt, andere Kandidaten oder so. Also das war schon früher, die Wahlbüro waren, die mal gesucht haben, der ganz viel Falschzettel gewischt. Also
ich kann nicht nehmen, encourager, liest für eine Rundbeschreibung. Ja, da wirle geht. Weil du bist ein trist, bist du schuld, wenn du wirle gehst, du hältst die Stunde extra, du dokumentierst dich hoffentlich, wenn das dein Ziel ja noch nicht gültig ist. Das Wahlsystem in tant que tel, das nicht viel gesehen hat, man die gegen andere. Wie gehen die zwei Regierungen vergleichen an einer Schäde beschreiben, der hier Mordkot, am Sinn von der Zeit von der Juncker-Regierung und Büttel-Regierung? Ah, du nicht eine Frage. Ja. Und war oder aus der Jean-Claude Juncker, war er so ein Mentor für dich? Der Jean-Claude Juncker hat mich an die Regierung geholt. Dafür meint schon, dass ich ganz viel von ihm gelehrt habe. Mhm. Und war sicherlich ein Mentor gegen Schnitzhohen. Weil ich hatte am Anfang nicht einen Mentor, aber es war einer, von dem ich aber viel gelehrt habe, um zu gucken, noch wie in das Land gestaltet. Weil Jean-Claude Juncker hat schon zu Lützeburg an den Jahren ganz viel fertig gemacht. Noch große Reformen gemacht. Und da habe ich auch noch wehen, das gemacht hat, wehen sind Kompromisse da gemacht hat. Da habe ich schon ganz viel gelehrt. Aber das war zu der Zeit. Ich meine, das haut mich in das ernst, weil alle Zeit als eine Neuzeit dafür. Ich werde das ernst machen, wie Jean-Claude Juncker das gemacht hat. Ich werde das auch ernst machen, wie Xavier Bittel das mischt, weil den müssen Hans Damm wie in allen Gassen aus. Ich meine, ich hätte nicht sein Stil. Ja. Ich meine, noch mal ein Selfie wie hin, natürlich so Leute, du kannst nicht gewählt gehen, weil Xavier mischt mit Jitwein, der größte Selfie. Aber ich kann nicht alle Madame, die du könnt ihr ein Telefon hören, dann ein Selfie machen. Ich meine, ich ging in den Wäschwellen. das ist nicht mein Genre. Aber es ist auch gut, dass es unterschiedliche Leute gibt, die heißt, du können komplementär sind. Dafür, ich meine, dass alle Regierungen versuchen, sehr besser zu machen. Das ist wirklich meine Überzeugung. Aber wie ich schon für drin denke, gesagt, ich bin der Meinung, dass Loh, die Scambia-Regierung, also die Sozialisten, die Grünen und die Blau, dass die einen den anderen blockieren. Sie kommen nicht mehr vom Fleck. Und das ist das, was muss der Sprache gehen. Dafür sollen wir brauchen eine neue Dynamik. Am Anfang waren sie Mensch besser, aber mehr energisch, wie sie zum Schluss waren. Mhm. Dafür soll keine Steuerreform kommen. Die beginnen sich nicht eins beim Logement, den ihr seht, wir müssen die Leute kappen, den anderen seht, wir müssen das nicht mehr, sonst wird nicht mehr gebaut, also sie ziehen ein bisschen in alle Richtungen. Also ein schweres Thema. Aber ob man es könnte, kann es. Du könnt wir uns alle mal wählen, die seht, dass man mit neuen, frischen Ideen an Zukunft ja. Ich wollte noch zum Mentor fragen. Hat ihr je einen Mentor oder habt ihr einen Mentor gehabt? Nein, weil ich nicht, ich weiß nicht richtig, ein Mentor, kein, der mich mit der Hand geholt hat, dann so, ich habe immer geguckt, ja, was andere gut machen. Das Menschen haut. Mhm. Ich gucke zum Beispiel ganz gern den Obama. Mhm. Den Obama, den auch so Podcasten und so, mit den, mir auch viel. Obama, voilà, voilà. Nein, ich gucke, wie der Mann auch seine Rede gehalten hat, wie den, das fand ich. Ich lehre also, wenn ich andere gucke, die da ein cool und intelligenter da weiß machen. Ja. Mit Charisma. Gehen doch nicht Politiker, ob der da so bei denen da Sachen aufguckt. Ja, denke ich, wo nur Vater. Ich meine, an dem Geschäft, an dem ich los bin, gucke ich, ob Politiker, okay, weil da am Anfang nur am meisten passt. Ich gehe einfach auch. Chef von Unternehmen, die, die ich natürlich gucke, ich gucke Betriebe, also ich interessiere mich eigentlich schon für viele Sachen. Ich fand nur zum Beispiel die ganze Automobilbranche, die um Wiesel aus, das fand ich extrem spannend. Mit Politik, auch Internationalpolitik, fand ich alles. Ich fand nicht alles spannend, wie du denkst, dass er von nur wegen Bereich. Von dem Elon Musk cool. Ich wollte nicht von so freuen. Nicht so. Nee. Und heute, was cool ist, als du vielleicht nicht richtig. Der Vater hat die Sache probiert. Mhm. Fand ich extrem gut. Also, dafür habe ich schon eine gewisse Admiration. Mhm. Aber wenn ich dann verpegelt, was man darüber sieht, und da das heißt du. Diskutabel. Absolut, absolut. An ihrem MMA-Match, oder das Matkrieg, dazu wollen gegen den Boxen, den Elon Zuckerberg und den Elon Musk. Nee. Ja. Anscheinend am Kolosseum zu Rom. Das ist so. Okay. Sie sind am Gang trainieren schon, die zwei. Maja, das ist so. Wie gibt es da was denn?
Die Maske ist mir groß und schwer. Nee, den anderen kann aber... Der Zuckerberg. Der kann kaum Sport. Ich gebe es ja. Zuckerberg. Ja. Zuckerberg ging ich auch der kann das Judo. Die? Nee, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Ja. Okay. Ja. Ja. Und dir gehen Xavi Büttel, wie geht's gewonnen? Wegen Sportart. Mal Boxen. Oh la la, das will ich gar nicht probieren. Ich will nur kein Blut nur essen. Ja, nur. Ich meine, noch Xavi geht's gewonnen. Aber. Für was? Und das bist du mir. Das ist für mich Bredki, ne? Ja. Nee, wir haben am Sport sind nicht unbedingt Kilo, die da ausmachen, ne? Ja, das ist mich. Das hier, ja. Schnell. Ich war Schwimmer, gell? Das, ich komme schnell durchs Wasser. Wir können das organisieren. Ja, ja, komm mal schön in Fall. Ich kann nicht, also Boxen ist nicht mein favorite okay. Sportart. Entschuldigung für all die Boxer, die ich nur lausche. Ist okay. Nee, ich hatte auch nie einen Mentor. Das tun ich mir immer so. Ja, das brauche ich, meine ich schon. Ich meine, aber rennen. Also, ich meine, sollen sich inspirieren lassen, auch wie ich in Amerika habe. Ich war ein Jahr in Amerika auf der Uni. Mhm. Da kommen ganz oft gut Orateuren auf Besuch, mhm. So Speakeren an der Mitte Stunde, das war dann so Brown Bag Lunches. Mhm. Und dann ist das aus dem Dippen, da gehst du, es gibt ein Plastikstippen, das war alles Tempi Passati. Mhm. Das war enorm inspirierend. Weil das waren dann Leute, die entweder an der Politik oder am Business weit brüten, und das, ja, das inspiriert. Für mich soll ich schon gucken, was denn ein gutes und Leute gesagt, die inspirierend sind. Mhm. Ja. Nein, klar. Absolut. Mhm. Also, eigentlich okay, ja, da kommen wir zu den Unzeigen. Ah, voilà. Hält Luc Frieden, falls ihr nicht Premierminister geht, einen Ministerposten nun? Ja. Für ihn? Das als Objekt von der Diskussion. Ich will natürlich für dich mal die erste Option nicht ausschließen, gell? Ja, natürlich. Und ich gehe auch. Natürlich auch versprach, ich gehe noch, wenn die CSV nicht an die Regierung kommt, gehe ich auch an die Chambre und ich bleibe noch die 5 Jahre. Das kann sie nicht so schwer. Nein, ich war mal nicht so schwer. Ich will nur so, dass ich das gesehen habe, komme ich mit guter Laune, neue Energie und dann ging ich da doch seriös 5 Jahre machen. Okay. Ich gehe also nicht darunter. Ne? Was wäre Lieblingsministerposten? Meine Wirtschaft? Oder Außenminister? Sorry, war cool. Premier. Ja, außer Premier. Also außer Premier für mich persönlich so nicht Außen oder Wirtschaft. Du? Ja. Finanzen bestimmt. Ja, Finanzminister. Das war es schon. Ja, das weiß. Mir noch nicht. Genau. Betonung auf Macht. Ja, das ist auch ganz flott, muss ich sagen, weil in du den Zuhören hört, das Idee hat matt ganz vieles. Also ja. Das ist das volle Budget. Ich lehre dir ganz viel, weil alle Minister muss bei dir lernen kommen, für zu sagen, ah, ich spreche das durch. Aber du entscheidest nicht länger. Das ist aber einer, der wesentlich wird, du Matze schwätzen heute. Also ich lehre dir ganz viel, dass viel, du hilfst dezidieren, wo dann zu und final mal hingehen, weil es geht nicht durch mit der Suche, gell? Das ist wie du eben. Ja, das, ja. Du hast immer noch mehr Wünsche, wie das, was du kannst machen. Und sie noch mehr so ausgehen, das Regierung, wie sie hatten. Ne? Dafür, das muss man noch ein bisschen gucken, dass man da nicht zu viel Schuld machen, weil die Schuld muss dir eigentlich zurückbezahlen. Dafür, das ist schon ein ganz seriöse Frage für mich. Ja, mit den Reihen Ministerien, Mensch, die ganz, für mich ganz interessant könnte sein. Das, ich fand die Frage, brauche ich mal nicht zu stellen. Okay. So, lohnt die Umzeit. Ich gebe mir für dich gerne 100 CSV als Regierung. Ja, das ist noch ein Weg zu gehen. Ja, klar. Die Unseriöse. Ja. Wer dir daheim Erdkraut aufbauen für den eigenen Konsum? Nee. Nee? Ja. Ja, das war so, was natürlich viele Leute interessiert. Ja. Habe ich auch eine Unseriöse Frau, wo du schon ein Keier Marihuana konsumiert? Nee. Also, die Frau aus Anfang, hast du schon ein Keier gejagst? Nee. Das ist ein anderer von Shisha. Ich muss sagen, dass ich auch nicht auf der Uni gefunden habe. Ich schon aufgedacht, muss ich noch nicht filmen, weil all die coolen Mädchen, ich werde zu Paris auf der Uni, die sind alle gut, besonders die Französisch, die haben so gefilmt, Kaffee an der anderen Hand. Also, ich dachte, ich muss doch da machen. Ich habe eigentlich nicht ganz agreeable gefunden.
Also sind eigentlich ganz froh, dass ich nie gefilmt habe. Ich muss doch nicht ein bisschen aufgewinnen. Und der holländische Frau wird die dann nicht so aufbauen? Nein, nein. Das ist nicht. Hier nach Shisha Lützeburg, wo schon Shisha gefilmt. Irgendwie ist das ein Thema. Das habe ich eigentlich probiert. Ja, gut. Ich hatte auch nicht extra gerne. Ne? Mit den, wir wollen das aber cool sein, ja, Kollegen. Ja, das war leider für das. Das ja, von Juch. Ich will wissen, wie bist du? Der neue Lüg. Ja, wat, das ist ein schwieriges Froh. Also, es sind Menschen andere wie die, die Leute ganz oft mich an meinen Jobben, die ich hatte, gesehen haben. Weil die haben den seriösen Justizminister gesehen, den seriösen Finanzminister. Hat die natürlich nicht gesehen, den, den man seine Freunde gerne auf den, den man seine Freunde auf den Erste geht, den man seine Freunde grillt, den man seine Kanner Fußball spielt, den viel Velo fährt. Das mache ich ganz gerne. Ich gehe ganz gerne hiken. Ich gehe noch diese Sommer hiken. Sodass ich mache gerne Sport. Ja, ich meine, dass ich also viel mehr, ja, nur lernen die Leute mich kennen. Nein, sie lernen mich nie richtig kennen, weil das natürlich immer nicht mehr die mich nur gesehen, die, ja. Die gut kennen. Das ist immer eine Facette. Ich stand mal gerade, er postet hier auf Instagram so beim Grillen. Neue Lücke. Was war noch ein Witzig? Zog dir Videospieler, aber ja, wart. Nein. Nee. Ja, aber ich wollte effektiv den? Auch eh wissen, wir empfangen das falsch, mir egal, ich will aber eh wissen, der Frank, wieso hat hier nicht an der Privatwirtschaft reüssiert? Ja, ich habe reüssiert. Also, wenn ich das so darf, so, dann klingt ein bisschen überhöflich, aber ich muss irgendwann ganz flott auch. Auch noch an der Privatwirtschaft, da schaffen so viele interessante Leute. Das ist etwas, was, auch noch Diversität von der Privatwirtschaft, fand ich ganz interessant. Weil ich noch hier konfrontiert bin mit Leuten von allen geografischen Ursprüngen, von verschiedenen schulischen Backgrounden. Also, ich habe einen enormen Genuss. Ja. Mehr wie beim Staat. Der Staat ist für mich uniform. Mhm. Und ich fand, wie du die einzelnen Betriebe. Ich habe mich noch gefragt, gibt es so ein Lützebäuer in der Privatwirtschaft, den. Da gibt es so, ja, wie der Demo noch, der Podcast, Junge. Von der interessiert sich im Business. Ja, ich habe ihn sehr viel. Mit einem, den ich ganz impressionant fand, das ist Philipp Schaus. Der war bei mir am Lycée. Und den ist halt bei Louis Vuitton, ich meine, das für den Champestil davon zuständig. Ich habe eine Karriere im Ausland gemacht und ich fand das wirklich in den, also ich kriege aber nur 1% von der... Von Luxley, Luxley, ein Döpfchen als... Voilà, und, ich fand, dass denen eine extrem interessante Karriere gemacht hat. Okay, da freuen wir uns. Mit noch zu Lützeburg natürlich ganz viel flott Geschäftsleute, die auch etwas fertig bringen. Ja, du weißt. Also ich meine, da haben wir noch nicht ganz Potenzial ausgeschöpft. Ja. Nein, wir gucken so, auch den Philipp Schaus ist dann in der Menge Malta. Wenn ich gucke, noch, hol dir wie den MD Schleck. Den Nosinger Willus-Karriere ein mehr wie ein Willus-Geschäft hat gemacht, aber auch andere Projekte hin hat. Ich habe mich gleich mit dem länger erhalten. Ich fand das flott, dass den auch Entrepreneur kann, auch nur eine andere Aktivität gehen. Dafür stehen als Beispiel genannt. Ja. Den hast du gerne invitiert. Ja, den hat man noch nicht. Noch die letzte Frage, die war, wo waren wir? Noch zwei interessante Frauen. Aber Frauen. Die waren noch schon interessant. Ja, die waren noch schon. Die Heuers, wer ist egal. Ja. Welche von deinen Mandaten hat dir am meisten Suche gebracht? Von meiner ganzen Karriere. Ich hatte nie einen festen Partner, also Robert Hofgang. Okay. Also auf den Code, was denkt den. Ich denke, nein, du Mann, ich denke, wie viel ich schaffe. Ich ging so auf der Bill. Auf der Bill, okay. Ich stehe an der Front. Ja.
Für was gehst du in so eine Politik? Hast du Angst, dass deine Partei so mehr schlecht ist? Ich gehe in Politik, für die Zukunft vom Land zu gestalten. Aber du brauchst dann natürlich eine Partei, gell? Und das ist meine Partei, die fährst das. Ohne eine Partei kann eine Demokratie nicht etwas machen. Das ist auch die Partei, die ich die richtig fand. Ja. Wir sind noch froh vom letzten Gast, den heute war. Der Mason, 8 Jahre alt. Ja. Der war ganz kompliziert. Ein froh für mich. Ja, ja. Also, wir nehmen eine Rubrik, das könnt ihr auch noch einem anderen noch weitergehen. Ein froh vom Gast, den wir im letzten Podcast hatten, für den nächsten Podcast. Sodass wir immer quasi ein froh weitergehen. Ja. Und der wollte wissen. Was möchtest du gerne? Am liebsten, hier steht. Ja, also, was möchtest du gerne? Also, wie von einem 8-jährigen Jungen, was möchtest du gerne? Ja. Ich gehe am liebsten mit Freunden etwas Flottes erholen. Gut. Aber was genau? Heike. Bootfahren. Bootfahren. Segeln oder? Das kann Segel sein. Oder Yacht. Nein, es sind nicht die Yacht, das ist mir zu langweilig. Oder Velo fahren oder ihr sogar mit Freunden schwätzen. Eine kleine Gruppe von Freunden. Okay, gut. So rum. Gut Antwort. Und du die eigentlich froh für den Nächsten, den ihr könnt? Ich weiß nicht, wen das. Naja, das weiß ich nie. Das weiß ich nie. Genau, da sind wir auch froh und irgendwie den unbekannten nächsten Gast. Das kann auch ein bisschen kompliziert sein. Ja. Das kann alles sein. Weil dir schon immer gefroht tut, vielleicht tut der nächste lange Antwort. Ja. Also denke ich ganz davon auf, dass mir sonst ging ich schon froh, ob ein d'accord ist, dass zu Lützburg sich etwas muss mehr bewegen. Okay. Und dass was man erreicht von zu Lützburg, dass das nicht einfach du hast, dass das nicht einfach bleibt, mit dem sich muss Druck gehen, für Zukunft zu gestalten. Das ist ein guter Freund, das geht. Das geht, die das passt doch bei Jitverein. Ja, ja, ja. Ja, den hast du mehr 8 Jahre, wenn es geht. Ja, mit den 8 Jahren, dem hast du doch nicht egal, wenn man zu einer Schule geschieht. Das war. Hat er bei auch einen Job, denke ich. Ja, das war. Man muss das nie oft. Ich meine, noch danach müsste ich schaffen. Na, Schauspieler. War gut Fußballstag. Ja. Die von 8 Jahren? Ja. Flott. Sollte man. Flott. Ja, aber das ist schon das gut. Weil die nicht genau das gemacht hat, ich habe gesagt, du musst da immer ein Ziel setzen. Ja. Und da versichern, ob das Ziel zu schaffen. Ja. Und das ist für mich der Lebensmotto. Und dann, wie gesagt, also ein bisschen viel schaffen, ein Ziel und dann noch ein bisschen Chancen. Ja, ja, klar. Also ich meine, das, aber in den drei Sachen zusammen mich, das finde ich mir immer ein bisschen so als. Sieht ihr dann auch so, dass er Ziele aufschreibt? Weil es ja so, dass er dann so viel Prozent mehr, wahrscheinlich ist, dass er den erreicht. Nee, schon so am Kopf. Ja, okay. So, hat er noch einen letzten Tipp für uns oder für unsere Audience? Einfach, wenn ihr einen Webes Revue passieren lässt, da kann ich sagen, die hat wirklich viel erreicht, wie gesagt, an der Politik, mehr aber auch an der Privatwirtschaft. So noch einen konkreten Tipp für uns? Also, ich meine, wie ich wieder gesagt habe, ich muss ihn schon auf ein Ziel schaffen. Mhm. Ich ging noch dabei, also neben dem, muss ich schon für etwas schaffen, geht nicht vom selben. Ja. Muss ich auch versuchen, das mit anderen zusammen zu machen. Nicht ganz allein, weil das feiert zu einem schlechten Charakter. Und dann, meine ich, ganz wichtig, auch, also, mit guter Laune zu machen. Mhm. Weil wenn ihr all der grantisch auf dem Büro könnt, oder wenn ihr denkt, muss ich auch noch Hauptschaft gehen, das ist nicht, dass ich all der schaffen geht, aber muss auch ein bisschen flott sein, muss Spaß machen, das, was ihr möchtet. Und dann denke ich, dann erreiche ich schon ganz viel. Mhm. Gut. Ja. Wenn wir zum Schluss kommen, so mal auf alle Fälle, danke, der Lüxle, vielmals merci. Du hast noch meinen Schnitt getrunken, ich habe schon eine Schnitt getrunken. Teuers, wir haben drei verschiedene Zuchten gekriegt. Der Teuers ist Lieblingszucht. Ja, ich denke auch, das ist ein Espresso. Das ist ein Monsterzucker. Das ist den am meisten nur Kaffee schmarrt. Das ist ein ganz großer Kaffee-Liebhaber. Am liebsten schwarz, ohne Mülle, ohne Zucker. Und der Teuers ist für mich der Beste. Vielen Dank, Luxley, merci Spurkäser, merci AXA auch für den Sponsor. Vielen Dank, Luc, dass du heute warst. Ja, ganz flott. Vielen Dank für die Nullleistern, merci Gruppette, dass wir dir von heute abholen. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Adi, ciao. Vielen Dank.